Hallo, hier bin ich mal wieder. Ich bin angefragt worden, ob ich mal etwas über meine Hunde schreiben könnte. Da habe ich ja ein bisschen hin und her überlegt und na selbstverständlich, es gehört ja auch zum Lernen von euch, wie man mit Hunden umgeht. Wer noch keinen hat, für den ist es sowieso interessant. Wer einen hat, findet vielleicht ein paar kleine Anregungen. Also, ich habe zwei Hunde, einen Border Collie Australian Shepherd Mischling und das ist meine Sissi und unseren Benny, das ist ein Australian Shepherd Mischling mit vielleicht einem Spitz oder einem Dackel. Auf jeden Fall hat er absolut kurze Beine. Den Benny haben wir jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr mit dazu genommen, damit unsere Sissi nicht alleine ist hier zu Hause und unterwegs, weil da, wo wir wohnen, ist ganz viel Leinenpflicht und die Hunde dürfen nicht miteinander spielen. Und naja, klar gehen wir immer raus, dahin, wo sie auch rennen können, ohne Leine und so weiter. Aber eben direkt hier um unser Wohngebiet haben wir zwar einen wunderschönen Park, aber halt absoluten Leinenzwang. Und dadurch, dass viele Hunde sowieso nie von der Leine kommen, kläffen sie und machen sie, wenn sie die anderen Hunde treffen. Und das ist immer ein bisschen ein Spießrutenlauf. Aber wenn man das im Griff hat, kann man einfach gut, stabil dran vorbeilaufen und alles ist gut. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe einen Australian Shepherd Collie Mischling. Zum Collie muss man sagen, der Border Collie, der wird ja vielmals so gesagt, ist ein Arbeitshund und man muss ihn dauernd beschäftigen und bla 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 bla, aber er ist wirklich ein genialer Familienhund. Und das Gute ist, er muss gar nicht rund um die Uhr beschäftigt werden. Er muss nur eine gewisse Zeit beschäftigt werden und eine sinnvolle Aufgabe haben, damit er seinen Grips einschalten kann. Dann muss er natürlich regelmäßig laufen. Aber das kann man auch auf kleineren Wiesen oder Plätzen mit ihm wunderbar. Er fängt gern, er holt gern. Also für mich ist es eigentlich ein genialer Stadthund, wenn er Aufgaben kriegt. Ich mache zum Beispiel solche Dinge, dass ich ihm manchmal so Hundeleckerlis an Bändel binde, kleine Wollbändel und lege die dann unter die Schränke, unter die Sofas und er zieht dann praktisch, oder sie, unsere Sissi, zieht dann diese Bändelchen raus und holt sie. Wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehe, lege ich ein paar solche Dinge aus und weiß, da sind sie eine Weile beschäftigt. Der Kleine, der Benny, der macht da auch mit. Also der Kleine, der ist eigentlich ein Jahr älter, aber er ist eben niedriger, deswegen läuft er bei uns als Kleiner. Der macht das auch sehr gerne und sie ja, beschäftigen sich so eigentlich jetzt auch ganz gut, einfach so zwischendurch. Man kann viele schöne Dinge mit ihnen machen. Darüber werde ich noch berichten. Jetzt nur die erste kleine Frage: Was ist denn das für ein Hund da, den ihr auf dem Bild seht? Ist das ein Hund? Was ist das? Wenn ihr Lust habt, dann schreibt das unten mir als Kommentar rein oder kommt auf meine Webseite und tragt euch da per Mail ein. Dann können wir uns da weiter drüber unterhalten. Ich schreibe euch gerne zurück. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen und zwar ganz lustige: Die ersten drei erstaunlichen Hunde-Effekts. Passt mal auf. Und zwar ist es ja so, das wisst ihr vielleicht noch gar nicht, dass ein Hund auch sowas wie einen Fingerabdruck hat. Und zwar hat jeder Hund ein ganz einzigartiges Muster auf seiner Nase. Ja, ihr hört richtig, auf der Nase. Somit sind also die Riecher der Vierbeiner praktisch dasselbe wie der Fingerabdruck an unseren Fingern. Habt ihr das gewusst? Ich noch nicht. Das ist für mich seit kurzem jetzt ganz neu. Ich dachte, das muss ich euch doch mal sagen. Dann gibt es eine zweite Sache, die man echt beachten muss bei den Hunden. Und zwar habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass Hunde sich nicht gern umarmen lassen. Kindern fällt das immer sehr schwer. Sie wundern sich, dass dann die Hunde irgendwie knurren oder sich zurückziehen oder so. Auf jeden Fall ist die Erklärung dafür, dass das ja eine dominante Geste ist, weil man sich ja dabei praktisch über den Hund beugt. Und wenn es dann Kinder machen, die sind ja
von der Hierarchie immer tiefer und deswegen knurrt der Hund. Also ein bisschen den Kindern sagen, umarmt die Hunde nicht, sondern legt sie vor euch hin und krault sie und knuddelt sie. Das funktioniert viel besser. Und dann gibt es noch was ganz Lustiges. Und zwar hat sich herausgestellt, da gibt es schon viele Forschungsergebnisse darüber, dass Hundehalter und Hundehalterinnen 3-mal höher die Chance haben, eine Telefonnummer oder eine Adresse von einem Mann oder einer Frau bekommen, denen sie begegnen, als hundelose Menschen. Also, ja, was heißt das? Ja, geht ins Tierheim, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich einen Hund haben wollt, müsst ihr natürlich ernsthaft alles organisieren und genau Bescheid wissen, aber schaut mal ins Tierheim und schaut, was da für süße kleine Kläffer sind. Vielleicht findet ihr da euren Kameraden fürs Leben. Hiermit verabschiede ich mich und denkt dran, schreibt mir noch rein, was das da für ein Hundchen ist oder ein Tierchen. Ja, mal schauen, wer es erkennt. Tschüss!